Ja, in Ermangelung der beiden Big Men muss Igor Zvorovic heute auf der Center-Position ran. Ja, der 2,6 Meter Mann, ja, macht Julius Wolf nochmal das Gleiche, mit einem etwas weniger Gegenwehr sogar noch. Ah, er fällt hinten runter und Luis Figge in die Hände. Ja, jetzt ist er gleich weg. Andrew Jones für drei, Pass! So, Joel Aminu in der Verteidigung von Barnes. Sicherlich ein Schlüsselduell, dass man ihn unter Kontrolle bekommt. Barnes für drei. Ja, wow. Dass er das kann, haben wir eben schon eindrücklich erwähnt. Barnes am Menü. Ja, das ist gut verteidigt. Das ist sehr gut verteidigt. Das war so ziemlich der schwerste Wurf, den er entgehen konnte. Und deswegen passt er auch nicht. Ja, G geht durch. Macht am Brett. Auszeit. Ja, da hat Frenge Ignatovic das erste Mal an diesem Abend Gesprächsbedarf. Alle Punkte mit Ausnahme. Mal schauen, was er heute macht. Erstmal ja, fast Assist, aber er geht doch noch weiter. Barnes dann an der Dreierlinie. Sehr gut gespielt. Wer sonst? Wen sollte man auch sonst an der Dreierlinie suchen aus Gießener Sicht? 13-9, ist wieder ein bisschen enger geworden. Julius nimmt einen Dreier. Pass. Er hat heute, glaube ich, richtig Spaß. Aminu splittet da die Defense, macht erfolgreich. Lässt die Muskel spielen vor den eigenen Fans. Bohen muss auch alles in die Waagschale schmeißen, um sich zu behaupten. Das hat er gut gesplittet, aber ja, im Nachpassen werten wir es als Assist. Passt ja. Kurz Brett. Ah, Barnes. Wow. Was der für eine Körperkontrolle hat. Der liegt oft quer in der Luft. Kriegt noch einen kontrollierten Wurf abgesetzt. Ich kann da den Protest der Rasta-Fans verstehen. Der Gießener-Fans, pardon. Das war. Rasta wird jetzt lange runterspielen. Da wird er 1 gegen 1 gehen. Und wieder. Diesmal Ryan Schwieger im Nachpassen. Statistikzettel kommt gerade rein, ganz schnell überflogen. 82% aus dem Zweierland für Rasta, 60% aus dem Dreierland, die Wurfquote passen. 43% bei den Gästen aus Gießen. Duell für Rasta 4-2, das ist das Duell und der nächste Dreier wird abgefeuert. Aminu für drei, nein, zu lang. Aber sie kämpfen um die zweiten und dritten Chancen und dann versucht Aminu nochmal. Sieht schon besser aus. Barnes jetzt mit 10 Punkten, der erste in Double Figures. Der Pass war wieder schlecht. Also die Zuspiele, da darf Rasta definitiv etwas genauer werden. Oh, 9 Meter. Ganz langer Dreier. Boah. Aber wenn er drin ist, warum nicht? Und jetzt hat Ty Hölzen Redebedarf und das zu Recht. 11-0 auf. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da jetzt richtig laut wird. Weil das waren jetzt diverse Nachlässigkeiten in Folge. So macht man einen Gegner stark. Das war jetzt mal gut. Ganz wichtiger Wurf. Ryan Schwieger für drei. Sie spekulieren auch sehr gut in den Passwegen. Also bewegen. Rasta ist auch nicht richtig frei. Ne? Jetzt ganz tolle Aktion. Ryan Schwieger. ...38-30. Frankie nimmt eine Auszeit. Ja, und so, Rasta presst das erste Mal ein bisschen an. Mit Erfolg. Rasta kriegt sie jetzt ein bisschen besser eingebremst, weil sie wieder enger an den Gegenspielern sind. Jetzt auch der Stil von der G. Überlegt noch. Ryan Schwieger für drei. Ryan Schwieger für drei. Andrew Jones. Ryan Schwieger. Aus der Ecke Joschka Ferner. Diesmal die andere Ecke. Gleiches Ergebnis. Aber ich glaube, Joschka Ferner kann man rechts oder links aufstellen. Das ist ganz egal. Und sogar auf beiden Seiten des Feldes. Rasta wird Fokus darauf legen, den Druck in der Defense hochzuhalten.
Franz, um seinen Aktionsradius einzuschränken, die Dreier besser zu verteidigen, wo wir gerade drüber sprechen. Wow, gelingt Justin Martin. Jetzt auch mehr Personelle in Rindbewegung. Der Ball läuft, geht rein und raus, aber wirklich gefangen von der G. Das macht Ryan Stieger klasse. Sauberer Block gegen Yama. Macht doch nicht, aber es gibt die Chance, noch mehr Zähler einzusammeln. Für Barnes. Stepback-Dreier. Drin. Was für ein Ding. Stark. Möchte durchgehen, schafft es aber nicht. Da ist viel Kontakt. Aber auch eine aufrechte Verteidigung. Alles okay. Martin nimmt den Dreier im Fastbreak. Passt auch noch. Unglaublich. Erste Team. Das Wolf dreht sich, geht zum Korb. Gut angespielt. Danke. Misskontakt von Louis Figge. Das war mein Statement Dank und auch mal ein Beispiel dafür, wie das laufen kann, wenn man miteinander spielt. Nämlich zack, freier Mitspieler gesucht und gefunden. Der G schließt ab, hat die Chance zum Dreipunktspiel. Ja, schön geblockt von Ferner. Gegen 1 gegen Brauner. Nimmt er das an? Ja, der hält gut gegen. Macht es ihm auch schwer. Dreier, Ferner. Pass. Da ist immer noch zu wenig Bewegung im Rasterspiel drin. Ja. Kann sich im Moment auf Joschka Ferner verlassen, ob man das für den Rest des Spiels so handhaben sollte. Langsam anwerfen. Macht er jetzt? Ja, Dreier. Pass. Nicht ganz unwichtig. Alles aus Gastgebersicht. Da dribbelt er sich auf den Fuß. Fastbreak-Chance für Flanagan. Die nimmt er. Da geht Jordan Barnes einfach nur als Begleitperson hinterher. Und raus. Jetzt nimmt Frankie Jatovic Stoff. Rauszeit, er muss diesen Lauf der Rastaner langsam stoppen. Ja, viertelübergreifend ist es ein 19-0-Lauf. Mit dem sich Rasta jetzt wieder ein, lass mich kurz rechnen, 16 Punkte Vorsprung erspielt hat. Ja. Der dann aber gleich den Ball kriegen wird. So ist es, da ist er. Gegen Aminu wieder mal. Pass raus, Brauner. Super Pass, Strangmeier. Gut zu Ende gespielt. Wieder Dribble Handoffs. Passt an der Mittellinie. Jetzt geht Aminu mal. Pass raus, Flanagan für 3. Sitzt. Lässt sich da sehr lange Zeit. Pass raus zu Jones. Kevin Smith penetriert. Ferner mit dem nächsten Dreier.